Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Diablo 2 Resurrected. Im letzten Part haben wir Andariel besiegt, damit den ersten Akt jetzt abgeschlossen und dürfen uns heute auf nach Ludgolem Richtung Osten machen. Und ich würde sagen, da wir, ich glaube, wir haben Inventar ist leer, ne? Inventar ist leer. Quests sind alle abgeschlossen. Ich würde sagen, lass doch einfach mal los oder was? Auf geht die wilde Fahrt. Los, Barif. Ich möchte bitte nach Osten gehen. So wie die Sequenz. Akt 2. Wir reisten nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war. Und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Ludgolem. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, Zerai. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren. Unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Ludgolem. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Sieht erstmal gar nicht so schrecklich aus, ne? Eigentlich doch ganz einladend, ne? Aber gut, los geht's, Leute. Zweiter Akt. Bin ganz vorfreudig. Ich grüße dich auch. Dem ein oder anderen geneigten Zuschauer, der schon Diablo kennt, weiß, das ist der sogenannte Blitzakt, ja? Warum werdet ihr bald noch erfahren? Jerin. Seid gegrüßt. Ich bin Jerin, Fürst von Ludgolem, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal Rasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal Rasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt.
Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Ja, das glaube ich wohl. Das glaube ich wohl. Kenne ich, ne? So, reden wir erstmal ein bisschen mit ihm. Tratschen. Obwohl Elzig einst ein Bandit war, habe ich ihm gestattet, den Gasthof zum Wüstenwind zu übernehmen. Seither verhält er sich recht zivilisiert. Na, siehst du mal. Kann ja auch mal so laufen, ne? Über die Kaufleute. Wenn ihr mit Magie und dergleichen handeln wollt, geht zu Drognan oder Lysander. Drognan ist der weiseste Mann, den ich kenne, wenn es um Magie und alte Legenden geht. Der arme Lysander ist fast taub, aber ein zuverlässiger Trankbrauer. Für die Rückreise nach Westen geht zu Varif. Ihn kennt ihr ja schon. Unsere Farah ist eine geschickte und ehrliche Waffenschmiedin und kann obendrein Wunden heilen. Elzix ist der Schankwirt und könnte auch etwas zum Handeln haben. Gritz, der Söldnerführer, den ich angeheuert habe, um die Tore von Lut-Golain zu bewachen, sorgt auch für Ordnung in der Stadt. Und es sind auch andere hier. Ich bin sicher, ihr werdet die meisten kennenlernen. Seht euch einfach um. Alles klar, wird gemacht. Dann schauen wir uns doch einfach mal um. Varif kennen wir ja schon. Er hat jetzt sogar ein anderes Outfit an, hat sich der Wüste angepasst. Und nun würde sagen, schnacken wir uns einmal erst durch den Ort, gucken uns die ganzen neuen Kaufleute und so weiter an. Und dann machen wir uns auf zum nächsten Quest. Ach, endlich wieder die Wüste. Da ist auch der gute Daggard. Guten Tag. Hallo. Seid gegrüßt. Habt ihr schon mit Jerrin gesprochen? Für einen so jungen Mann ist er ein erstaunlicher Anführer. Andererseits war das alte Blut stets stark in diesem Land. Verstehe, verstehe. So, alles klar. Hier ist die gute Farah. Willkommen, Bruder Paladin. Ich bin Farah. Ich war einst eine gläubige Anhängerin von Zakarum. Na, habt ihr die Stimme erkannt? Es ist Lila von Futurama. Tratschen. Ich halte nichts von Bordellen. Sie können ehrenhafte Männer dazu bringen, unehrenhaft zu handeln. Aber seit die hiesigen Harems Zuflucht im Palast gesucht haben, scheint mir die Stimmung gereizt zu sein. Was hast du denn so im Angebot? Bei ihr können wir auf jeden Fall reparieren und sie hat auch Waffen am Start. So, wir sind momentan bei 5 bis 10 mit unserer Keule unterwegs. Flegel ist nicht so unser Ding, aber Morgenstern könnte zum Beispiel wieder gehen. Knüppel. 7 bis 16. Und 5 abgesaugtes Mana pro Treffer. 5 bis 10. Na gut, wir gucken mal erstmal weiter. Also noch geht's ja. Rüstung könnte später noch interessant werden. Da haben wir momentan ja die hier mit 47. Jetzt geht's hier schon hoch auf 90. Ne? Also da geht ein bisschen was. Stärke 48. 74er Körperpanzer. Aber halt alles nichts verzaubert. Ne? Wir haben ja überall schon relativ gute Spells drauf. Deswegen lassen wir erstmal. Gut. Weiter geht's. Dann haben wir hier noch ihn. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Ihr könntet so verschlagen sein wie diese Ratte Elzix, der das Gasthaus gehört. Aber wenn ihr ein Elixier braucht, kann ich euch eines bereiten. Natürlich gegen Entgelt. Ist klar, ne? Jeder muss ja auch gucken, wo er bleibt, ne? Bin dann ganz bei dir. Reden wir doch erstmal. Was gibt's denn so zum Tratschen? Der junge Jerrin hat harmlose Liebestränke bei mir gekauft und gehofft, dass er die Gunst der Haremsmädchen erringt. Aber jetzt, wo die Mädchen im Palast wohnen, kommt er nicht mehr her. Ach ja, ich habe immer gesagt, dass Alchemie kein Ersatz für das echte Erlebnis ist. Was hast du denn so im Angebot? Hier kriegen wir ein paar Tränke. Gegengift-Elixier. Ach, wer braucht denn sowas? Wir werden doch nicht vergiftet. Wir doch nicht. Gut, dann haben wir da oben Atma. Die hat schon einen Quest. Oh, sie sieht ein bisschen verzweifelt aus, habe ich das Gefühl. Mal ranzoomen. Hallo. Oh ja. Hi. Einmal nochmal wieder aufs Original, damit ihr auch nochmal seht, wie das aussieht. Original! Verrückt, oder? Und ganz schnell wieder zurück, ja. Atma! Ich erwarte es nicht von euch. Aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt lauert eine grässliche Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Die Kreatur hat viele getötet, auch meinen Sohn und meinen Mann. Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen. Bitte seid vorsichtig, diese Bestie hat schon genug von uns genommen.
Man gelangt durch eine Falltür oben an der Straße in die Kanalisation. Okay. Reden. Die Kreatur hat ihr Lager in den Tunnels unter der Stadt. Sie hat meinen Mann und Sohn abgeschlachtet. Ich ertrage es einfach nicht, darüber zu sprechen. Musst du ja auch nicht. So, warte mal. Fliege, bleib mal da. Ich habe hier wieder eine Fliege und meinen Schläger schon vorbereitet. Warte. Ganz kurz Konzentration. Ja, so muss das sein. Zack. Jetzt bin ich ganz für euch da. Hab heute Morgen schön gelüftet nach dem Aufstehen. Das ist der Tag 2 meines Urlaubs. Wir bingen heute auf jeden Fall Akt 2 durch. Questlog. Findet Radamans Lager in der Kanalisation von Ludgolain. Meine Stimme hat durch den gestrigen Tag ein bisschen gelitten. Also auf eine schon leidende Stimme nochmal halt einen ganzen Tag Let's Plays draufhauen. Ist nicht so clever, aber du. Ich habe nur einmal Urlaub, deswegen muss jetzt gehen, ne? So, eben mal nochmal checken. Original. Das sah auch im Original schon muckelig aus, muss man ja sagen, ne? Also es kommt schon das Feeling rüber, dass das hier ein schönes Gasthaus ist, aber der ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, ne? Geglasch, wer bist du denn? Ich weiß nicht, warum ihr Leute mich andauernd behelligt. Greets scheint diesen Ort bestens unter Kontrolle zu haben. Nicht, dass ich das nicht auch gekonnt hätte. Ich habe meinen Kampfgeist viele Male unter Beweis gestellt. Aber ist alles gut, du musst hier mal nicht stressen, Junge, ne? Tratschen! Ich habe draußen in der Wüste jede Menge Dämonen getötet. Aber das scheint sie nicht aufzuhalten. Es kommen immer wieder neue. Ja, da gibt's irgendwo ein Nest, ne? Hey! Rührt mein Getränk nicht an, sonst bohre ich euch mit dem Daumen ein Loch in den Kopf. Nee, lass mal stecken. Also ich wollte auch dein Getränk gar nicht haben. Wo ist denn der Schankwirt? Ist das Geglasch? Irgendwo hat er noch einen Schankwirt, mit dem man irgendwie auch noch handeln können soll, aber... Vielleicht pennt er gerade. So, dann haben wir hier vorne noch den guten Drognan. Na? Ich habe gehört, ihr seid dafür verantwortlich, dass Andariel in die brennende Hölle zurückverbannt wurde. Korrekt. Ich bin beeindruckt. Das kann nicht einfach gewesen sein. Mein Name ist Drognan und ich weiß, womit ihr es zu tun habt. Ihr solltet euch ansehen, was ich feilbiete. Was du feilbietest? Okay. Was hast du denn so im Angebot? Er hat hier auf jeden Fall diese Folianten und Stadtrollenportale. Können wir dir auch mal gleich zwei kaufen. Sehr schön. So, wen haben wir noch? Hier ist der Wegpunkt. Kann man direkt mal gucken, wo es den ersten gibt. Kanalisation Ebene 2. Na, da wissen wir ja Bescheid. Da vorne ist Greets. Ich wette, ihr fragt euch, wie diese Stadt bei allem, was in der Wüste vor sich geht, sicher bleiben kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Ja, Söldner. Hier kriegen wir dann später auch einen Ersatz für unsere Dame, die aktuell noch mit uns unterwegs ist. Reden. Darf ich da jetzt schon Leute anheuern? Ja. So, gesegnete Führung. Trotz. Gebet. Wir brauchen eine mit Gebet. Genau. Wir brauchen einen Begleiter mit Gebet. Das wäre er hier. Aura regeneriert langsam das Leben von euch und eurer Gruppe. Nice. Das ist sehr hilfreich, wenn man später mit, einer Fähigkeit arbeitet, die dir selber Leben abzieht, ne? Stufe 12, dann haben wir Stufe 15. Noch jemand mit Gebet, trotz gesegnete Führung. Dann nochmal Stufe 12 Gebet. Den guten Wahid oder Gulsar. Ich finde Gulsar ist ein schöner Name. Lass uns Gulsar. Diesen Söldner ersetzt euren aktuellen Söldner, ja. So, jetzt haben wir den guten Gulsar mit am Start. Kannst du noch ein bisschen tratschen? Nee, Schiff. Hat alle südlichen Meere befahren und viele fremde Länder gesehen. Es dürfte ihn wahnsinnig machen, dass er hier vor Anker liegen muss. Ja. So, dann haben wir noch den guten L6. Reden wir mit dem auch nochmal. Moin. Ihr seht wie ein kräftiger Abenteurer aus. Das ist korrekt. Bis zu meiner Zeit bin ich ein ziemlicher Halunke gewesen. Halunke. Ich führte die tollkühnste Schar von Banditen an, die diese Wüste jemals terrorisiert hat. Heute führe ich dieses Gasthaus und halte mich, soweit es geht, von Ärger fern. Meine Zeit als Abenteurer liegt hinter mir. Und du darfst jetzt so einfach wohnen? Die sind dir nicht irgendwie nachtragend oder sowas? Ach, guck mal, er hat auch Glücksspiel am Start. Erstmal reden. Ratschen. Ich vermisse die Bordelle, die es hier gab. Ihr müsst wissen, alle Mädchen sind in den Palast geflohen, sobald der Ärger in der Wüste anfing. Man sollte meinen, dass sie wenigstens ab und zu mal rauskommen könnten, nachdem Greets und seine Männer die Lage weitgehend unter Kontrolle haben. Die Vorstellung ist so schön, wie er dann da ankommt und
sich über dich hermacht, weißt du? Mit dem Lager, wie sieht's bei dir da aus? Ich habe gehört, dass die Kreatur ihre Opfer tötet, um ihnen die Gliedmaßen abzuhacken. Na, wie nett. Ich schätze, das macht mich weniger interessant, hä? So, was hast du denn im Angebot? Okay, ein paar Waffen. Schwere. 3 bis 15. Ich check jetzt erstmal unseren neuen Kollegen, was er so hat. Oh. 62 Stärke. Der ist mit Speeren unterwegs. Willkommen im Wüstenwind. 62 Stärke. Ist gesockelt doppelt. Könnte man halt was reinholen. Erhöht Schaden. Gesockelt. 3 bis 16. Benötigt Geschicklichkeit 20. Hat er das schon? Oh. Ja, hat er. Gib mir mal diesen einen doppelt gesockelten Speer. Da können wir nämlich dann gleich schön noch ein paar Rubine reinballern. Beta. Rüstung, wie sieht's da aus? Benötigt Stärke. 5 Chance, an getroffenen Stück Frostnova auszucasten. Nice. Benötigt Stärke 27. Erhöht maximale Haltbarkeit um 14. Aber wenn der da so hin und wieder gelegentlich mal eine Frostnova rausmeddelt, wäre das schon irgendwie lustig. Komm. Einfach erstmal vor Shits and Giggles und dann braucht er noch irgendeinen Helm. Damit er jetzt erstmal nur irgendwas hat und hier nicht so komplett nackig mit mir da in den Untergrund reingeht, ne? Danke. 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 Bitte. Danke. Immer gern. So. Gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir bereit? Habe ich noch irgendwen vergessen? Doch, da vorne gibt es noch Kaelien. Halt! Halt! Moin! Ihr dürft nicht passieren! Okay, hatte ich auch gar nicht vor. Ich wollte nur mit euch quatschen, weißt du, aber das scheint ja alles gewesen zu sein. Dann ist es nun Zeit für die Kanalisation. Die ist gleich da oben. Da ist eine Falltür. Und die führt uns zur Kanalisation Ebene 1. So, los geht's. Mal sehen, wie doll wir auf die Fresse kriegen. Ich kann das noch nicht so ganz einschätzen. Sollte aber eigentlich gehen. Sollte eigentlich gehen. Aber wir werden sehen. Man weiß ja nie. Noch ist alles gut. Einmal noch wieder das Original gezeigt. Hin und wieder so einen kleinen Switch, damit man einfach nochmal sieht, wie sah das Original aus. So sah es aus. Und so sieht es jetzt aus, ne? Wisst ihr Bescheid. Ah, jetzt geht die Vergifterei los. Ich sag euch das. Oh oh. Und Feuer. Feuer schmeißen die auch noch. So, ein Ring. Die zu knechten. Heißt der Typ Säure irgendwas? Also ich empfehle euch, guckt euch immer mal die Gegnernamen an. Ich habe leider durch das schnelle Töten nicht immer die Gelegenheit drauf zu gucken, aber da sind ein paar Perlen am Start, das glaubt ihr nicht. Da gibt es so geile Dinge, die der Generator dann eben zusammengeworfen hat. Einfach nur witzig. So, wo haben wir denn? Ach, guck mal, hier sogar jetzt hier mit so einem Wasserlauf. Das gab es im Original nicht, oder? Nee, da gab es keinen Wasserlauf, der hier durch die Kanalisation zog. Was natürlich irgendwie Sinn ergibt, weil es ist eine Kanalisation, ne? So, hi. Ein Säbel. Ein Säbel? Ein Rattennest. Ledierter Rubin und Kettenstiefel. Ja, also alles, was irgendwie nicht besonders ist, lohnt eigentlich nicht aufzusammeln. Was ist einer? Ich habe immer, also normalerweise, wenn ich jetzt Solo spielen würde, ohne dass ich das für euch aufnehme, sammle ich jeden Scheiß ein und gehe immer wieder verkaufen. Aber das ist für ein LP, wenn wir so ein Let's Play machen, einfach, glaube ich, ein bisschen lästig, wenn ich alle 3 Meter verkaufen gehe. Deswegen werde ich euch das ersparen und sammle halt nur ein bisschen höherwertigen Value-Kram auf. Damit wir nicht ganz so oft zurück in den Stand müssen zum Verkaufen. Ja, Han, ist gut. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Pause. Ich bedanke mich wie immer bei euch recht herzlich beim Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.